Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Emission vom 1. November 2014. 70 Jahre nach dem Krieg als dieses Jahr Journey kommemorativ ein bisschen ernst ist ausgefallen. Dazu haben wir aber mich spät. Als allererst an unserer Emission gehen wir auf Journey von der Port du Vert von den Betrieben, wo dieses Jahr die Firma Alt von Stesel hier Dieren abgemacht hat. Am Jahr 1976 hat die Firma Alt ihr Dieren zu Stesel abgemacht. Er beschäftigt mittlerweile 630 Salarien aus 20 verschiedenen Nationalitäten. Gut 60% davon wohnen hier in Lützeburg, die anderen kommen aus dem Nordgrenzgebiet. Hier gehen 300.000 Pässe den Tag produziert. Alt produziert Thermostaten sowie Zubehör für Kühlsysteme für praktisch alle europäischen Autokonstrukteure. Auch für alle europäischen Produzenten am Elektromenager. 2013 konnte Firma Alt eine Chiffre d'affaires von 82 Millionen Euro verbuchen. 80% aus der Autosindustrie und 20% aus dem Elektromenager. Je contrôle les bavures. Bonjour, je contrôle le tempérage, je contrôle si la lavar, si la da rodel. Contrôle tout, vi tout. Das ist die erste Kehle, dass er mit macht? Oder hat er schnell gemacht? Nein, noch nie bei der Pau de Werk. Mit gemacht, das wird die erste Kehle. Okay. Ja. Ja. Das ist ein gute Sache. Ja, hoffen wir gucken. Ja, ja. Aus der jungen Generation. Ja, ja, bonjour. Moyen. Ja, wir sind froh, für die erste Kehre bei der Porto Verten mitzumachen. Die Moyen als Personal, wird durch die Fabrik geht, die können mit ihrer Familie auch weise Wöse schaffen an der Mitte, ab 12 Uhr, da könnte das Grand Publik bei uns gucken. Wir hoffen natürlich, dass viele Leute kommen. Die Moyen ist auch mit einem Klosen dabei zu Visit und darüber sind wir auch ganz, ganz froh. Permanent, aber auch immer weiter investieren, immer weiter entwickeln. Wir investieren 8% vom Schiff. Thank you.
Aber wir bleiben bei der Firma Al zu Stesel. Knapp 14 Jahre spät hat sich die IF großherzoglich Koppel annonciert, für den Unternehmer vom Jahr, dem René Elvinger, sein Betrieb gucken zu kommen. Hier ein paar Impressionen von der royalen Visite.
genoegen dan voor de Maasai. Zullen we dat in de stad zo heet heeft gemaakt en ook hij heeft gezegd dit monument om ook zelen aan ook die gedenken die hij als de zoutschaft het leven, vrijheid aan de rechte weltjes geofferd toen die die maar hier niet hij voor een stoel hun. We willen nog bidden dat de Heergott ihnen die ewig vrede en ewig geschenkt. Muss man werden, Herrgott, mir sind froh und dankbar, dass du den Menschen den Hölle ließ und den Menschen gehst, den guten Geist, der aus dem Reichtum zu den unbegrenzten Möglichkeiten, die wir haben, immer Neues zu schaffen. Guck auch nur an dieser Oberstunde, ob es Heiroba brät dein Segen aus, über das Monument um auch. Du statt mir all die Narenker wollen ehren, hei aus der Wirtschaft von Stesel Möllerev, die am letzten Weltkrieg mit ihrem Leben bezöhlten, für ein Thron an Hemisch, die Kirche Glaube für Frieden auf Freiheit. Mach du sie lo glücklich durch dein Erbarmen am ewigen Leben, durch Jesus Christus als ein Herr, die mit dir lebte lo bis an all Ewigkeit. Amen. Ja. Thank you.
Genau, dann die Herren der Geschichte, der Geschichte der Pur Eckdaten. 11. September 1939, den Hitler Deutschland Polen überfallen wird. 10. Mai 1940, Preise Lützburg besagt wurden. 3. August 1942, Aufregung von der Zwangsrekrutierung. 6. Juni 1944, Tag von der Hoffnung, alliierte Truppen sind an der Normandie gelandet. 10. September, wie gesagt, 1944, Anmarsch von den amerikanischen Befreiungstruppen zu Lützburg. 7. Mai 1944, Kapitulation von den Preisen, man darf hier auf den anderen Tag. Und preisische Armee hat Waffen definitiv mit schweren Herzens niedergelöst. Kommen nach Türen zurück. Der dritte Tisch, zwischen dem 11. September 1939 und dem 7. respektiv 8. Mai 1945, als unter dem Nazi-Regime Unbegreifliches, Unbeschreibliches geschieht, Misere ungerecht. Todesaffe. 56 Millionen Umkommen an unbarmherzigen Kriegsoperationen, Flüchten um den europäischen Kontinent, Holocaust, Standgericht, KZ, Nebenwirkungen, Genozid. Es war die schrecklichste Zeit, die die Menschheit bis dahin gekannt wird, mit skrupellosen Kriminellen. Atrocitäten, die weder zu verzeihen noch zu vergessen sind. Gibt es viel Schlimmes, das auch nicht durch ein Feld, das ihr könnt vergessen oder verzeihen und nicht vergessen. Wir haben als Gemeinde auch um die Leute gelesen, die für sich von einem Teil von denen Schandtaten zu erzählen, die es hinten zu gucken, die nach zwei sind und die Zeit, haben organisiert als Komitee die Souvenirs, ich will mich daran erinnern, in Auschwitz, wenn wir gemerkt haben, den 2. Oktober 2013, an der Haupt 84 waren wir zu Oradur. Viel Tint ausgeflossen, für die Ereignisse zu beschreiben, an kollektive Erinnerung zu haben. Letzte Woche erinnert sich alle Jahre dieselbe Zeit, den 10. Oktober und Donnerlede Fox, die jetzt Leben gelöst haben und die viel gelitten haben und den Familien von allen Dörfern. Die Welt hat riskiert für ein NRD-Regime für lange Zeit zu geraten. Aber den 6. Juni 1944 hat der Preisen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auf den Tag sind die alliierten Truppen, Amerikaner, Kanadier, Engländer unter dem Kommando von General Eisenhower in Frankreich an der Normandie gelandet, für von dort aus Europa vom Nazi-Regime zu befreien. Dem wie Eisenhower, Bradley, Patton, Montgomery und de Gaulle, Churchill, Roosevelt und Stalin sind nicht bekannt. Es ist den Alliierten an der Armee gelungen, nur harte Kampf und vernichtend evident, an nur viele Verluste von Menschenleben den Krieg ein Ende zu setzen. Gegen den ascharnierten Widerstand von den Führerunhängern, die sich ja keinen Moment wollte gehen, nach dem 7. Mai 1945 wollten sie nicht Kapitulationen erzeichnen, mehr Waffenstillstand. Sie sind aber dünn unter den Menassen von einem radikalen militärischen Ende zur Kapitulation gezwungen gehen. Wir wollten heute, nur 70 Jahre von der Landung und das Schlüsselevenement von unserer Befreiung erinnern, 6. Juli 1944. Und dürfen auch symbolisch ein paar amerikanische Geführer und der Association des Collectionneurs de Véhicules Militaires ihre Sitz zu stehen wird, viel Feierabend los. Merci und Association und ihrer Spitzenpräsident Mark Heiderstein, dass sie bereit wären, diesen Erinnerungsakt zu vollziehen. Merci auch also Harmonie für den musikalischen Encadrement Lützburg-amerikanischen Nationalhymnen an der Europa-Ebene.
Europa, wat hout steht für Frieden und Freiheit, und wir müssen auch heute alle mit denen dankbar sein, besonders dem Robert Schumann, Jean Monnet, die fertig sind, für ein Europa zu bilden, für eine Europäische Union zu bilden. Vom Ursprung auch, die steht, auch stumm, für so, für das zu verhindern, was nicht an Russisch von der Freiheit sich geschehen hat, also versucht auch. Alles durchsetzen, noch mehr als Covid in die Souvenir und noch alle Generationen, für alles durchzusetzen, alles zu merken, für, für Beispiele zu wirken und für so Fehlen zu verhindern, obwohl das dort oben ist, nicht evident ist. Merci auch der Polizei für ihre Präsenz, am Lob vom Städter Gemeinderat, also Respekt an Gedenken und dafür von dem Zweiten Weltkrieg und ihre Familien und Resistenz der an op diesem Jubiläumsjahr als ein großes Merci und als Befreier, die 1944 das Leben voll durch. Die Verweihung vom Stiesler Gerd als unser letzten Beitrag für heute. Herr Ehrenpräsident von der Ligue, Kollegin als Chefin an der Gemeinderat, Kollegin aus dem Gemeinderat, Leif Gärtner, Präsidentinnen und Präsidenten von den Vereinen, Vertreter vom CGR, Vertreter vom Jugendhaus, alle herzlich willkommen heute Morgen hier. Bei Gelegenheit von der Mise en Service offiziell von Stiesler Gerd, als es genannt ging, den haben wir zu Heerstrom was. Und darum herrlen, das betonen, also, dass wir hier im Heerstrom-Territorium sind, an dem Stiesler, wir sind an der Stiesler Gemeinde, das ist so andere. Vielleicht ist auch Stiesler Luft. Wir nennen das ein Jardin communautaire. Ursprünglich haben wir gesagt, ein Cité Jardinière, Herr Ehrenpräsident. An die Idee ist gekommen, ich weiß, bei der 2000-Fand hatten wir immer gebastelt und im neuen Gesetz, das 2004 in Kraft getreten ist, eben am Management Kommunal und im Development Urbain. Wir haben dann Konsultationen gehabt, an dem es dann noch sich präsentiert von der Kommission, der Präsident vom Coin de Terre du Foyer, der Kiefer, der ist der Präsident. Und wird heftig darauf gehalten, dass wir auch so einen neuen Bebauungsplan Parzellen oder Zonen vorgesehen für eine Cité Jardinière und für eine Cité Jardinière zu machen. Das ist jedenfalls bei mir nicht auf, nicht auf der Wöre gefallen. Ich bin auch dann die Idee, die den Jean Kiefer hat man da bestehen, wurde auch immer propagiert. Auf die Generalversammlung von der Coin de Terre du Foyer und von den lokalen Sektionen und muss dann noch an den Programmgesetz werden, 2001. Und 2011 haben wir dann nur gesagt, nur die Wahl und kommen wir dazu und das ist ein ganz gutes Jahr. Herr Bürgermeister, die Damen und Herren vom Schaffner Gemeinderat von Stesel, die Damen und Herren Repräsentanten von den anderen Organisationen, die hier mit beteiligt sind, mein eigen Ehrenpräsident Jean Kiefer, ich werde es nicht mehr nach seiner Kontrolle, weil ich meine, es dauert noch lange, bis wenn wir zu Besuch kommen, dann geht immer hier als Gerd an ihn begrüßt. Kann auch, sind noch nicht so richtig damit identifiziert, mit dem Pferd kommen. So, ich will uns merci für die Invitation hier auf die Eröffnung von dem Gemeinschaftsgärt.
Wir an der Gemeinde Lützburg auch gemeinschaftsgeldig von besonders flott, dass hier ein bisschen eine Mischung zwischen einer City Jardinière und einem Gemeinschaftsgärt ist. Das ist so, dass an der Stadt so den zweiten Gemeinschaftsgärt funktioniert. Das funktioniert relativ gut, auch am Zusammenarbeit mit der Ligue, weil sie über uns verwaltet gehen. Wir wissen von der Renke, ja, was der Verwaltung, ja, das ist nämlich das Schwierigste. Da sind immer Diskussionen, auch bei uns in der Sektion, da sind immer, was Wasser gezerrt wird, da muss das gedehlt werden, das Schild reden, dann holt er den einen so viel Wasser wie den anderen. Das ist also zum Beispiel eine von den größten Streitereien bei uns an den Gärten, an den Sektionen. Ich hoffe, aber, dass das am guten Willen von all den Leuten, die auch gemeinsame Gärten wollen, bewirtschaften. Und das ist schon das Flotz und der neue Idee. Je profite de l'occasion pour saluer aussi nos amis francophones qui ont repris une activité jardinière ici à Steinzell. Quoi de mieux que d'intégrer les non-luxembourgeois en bêchant ensemble son jardin et en arrachant les mauvaises herbes. C'est une stéforme aus wie une famille qui est pour sich selber. Zu suchen, für mit gesundem Essen heißt, zu können die Kost zu verbessern. Die allermannst von uns für heute Gärten, wo sie können davon erleben, schmengen, das für auch neben einer beruflichen Beschäftigung ein bisschen zu viel. Weil voilà, ja, das gesagt, die können immer bei uns kommen für Unterstützung. Ich will noch einmal erinnern, dass die Sektion von Stesel ganz aktiv war an der Beratung für die Eröffnung von diesem Garten. Da reinke den Ernie entschuldigen, weil sein Herrn, der hat mein Riert gemacht, weil ich lasse gerne den Komitee. Und das hat ihm wirklich leid, dass er heute nicht dabei sein kann. So, wir hatten dafür drüber gesagt, es ging Zeit, dass wir eine Part kriegen. Ich meine, nur immer der Schluss. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück und einen geringen Daumen für eure Gärt. Merci. Das war eine Emission vom 1. November 2014. Ich will euch darauf aufmerksam machen, dass ihr neben dem offenen Kanal als Emission auch auf der Internetseite könnt gucken von der Stesler Gemeinde, mir aber auch neuerdings an der Mediathek von DOC, dem offenen Kanal selber, www.doc.lu. Ich soll euch für heute merci für nur gucken und bis am 14. Dezember.